Guten Morgen. Ich bin auf dem Weg zu einem Handwerker, der eine Beratung braucht. Wärme-Kältebrücke, Taupunktermittlung, Oberflächentemperatur. Mit der GIS 1000C haben wir bestimmt das richtige innovative Gerät dabei und werden mit Sicherheit eine erfolgreiche Beratung machen können. So, jetzt haben wir hier unseren Infrarotscanner, die GIS 1000C, 1000 Grad, maximale Temperaturmessung. Dann, ja, ich gebe es gleich in die Hand. Oh, die Handhabung ist sehr einfach. Man kann hier praktisch roten Knopf drücken, jawohl, okay. Dann roten Knopf permanent drücken. Ich sehe diese zwei Laserpunkte zur Orientierung, fahre jetzt über die Platte und kann den Temperaturverlauf feststellen. Soweit. Dann schlage ich vor, wir probieren einfach das Gerät in der Realität aus. So, hier wäre unser Auftrag, zu schauen, ob die Pumpe und der Motor von der Temperatur in Ordnung laufen. Ja. Das heißt, wir haben hier eine Temperatur von PDC 150 Grad Vorgabe und die sollten wir natürlich nicht überschreiten. Okay. Ja. So, ich halte mal das Gerät so hin. Wir müssen jetzt den Emissionsgrad berücksichtigen. Daher wählen wir jetzt hier aus und gehen auf beschichtetes Metall. Okay. Dann gehe ich jetzt aber nochmal in die Einstellungen. Und jetzt ganz besonders wichtig, dass man hier den Alarm aktiviert. Ja? Okay. Der Alarm zeigt mir an, wenn hier eine Überhitzung stattfindet. Mhm. Um diese Grenze nach oben zu definieren, werde ich hier auf die Temperatur gehen und eingeben bei Alarm Max, welche Temperatur ich denn als Maximum sehe, wo ist die Toleranz erreicht, dann gehe ich zurück und fange jetzt praktisch an mit meiner Messaktivität und habe jetzt auf schnelle Art und Weise wieder meine Temperatur kontrolliert. In dem Fall liegt mir eindeutig im sehr guten Temperaturbereich, also absolut kein Problem. Ja. Hier haben wir einen Kundenauftrag bekommen, die jährliche Wartung durchzuführen und Inspektion von diesem Schaltschrank, wie die thermische Probleme sind. Okay. Dafür würde ich jetzt aber vorschlagen, dass wir unsere App verwenden, die es kostenlos gibt. Schalten die Bluetooth-Aktivität ein, dann gehen wir auf Verbinden. Die zwei sind dann relativ schnell miteinander verbunden. Ja. Okay. Ich erstelle jetzt ein neues Projekt, gebe dem Ganzen einen Namen, erstellen. So haben wir unsere Datei und wir nehmen jetzt einfach den Schaltschrank auf. Okay. Und habe jetzt die Möglichkeit, hier meine Messpunkte zu definieren. Egal wo im Bild? Egal wo in diesem Bild. Wir legen einfach fest, wir wollen hier an dieser Stelle messen. Wir haben den Sicherheitsabstand und die ideale Distanz ist zwischen 50 und 100 cm. Jetzt peilen wir unser Ziel an, messen, lassen los und automatisch erscheint der Messwert hier in meinem Bild. Ich kann das Ganze per Mail verschicken. Somit haben wir jetzt alle Details, alle Werte für mich selber gesichert und für den Kunden. Wir befinden uns in einem Innenraum hinter einer Kältezelle, die minus 18 Grad hat. Ja. Ja. Dann haben wir öfters Probleme mit Kondensat, Schimmel und wir wissen noch nicht genau, woher es kommt. Dann sehe ich hier jetzt mal zwei Ansatzpunkte. Das eine sind natürlich Energiesparmaßnahmen. Ja. Das andere sind natürlich durch Schimmelbildung zum Beispiel gesundheitsgefährdende Situationen. Wahrscheinlich resultiert das Ganze auch durch Abdichtungsprobleme. Und jetzt gehen wir mal ran. Ich übergebe das Gerät. Erste Erfahrungen haben Sie ja schon gemacht. Wunderbar. Der Emissionsgrad ist natürlich wichtig, dass man den beachtet. Den muss man einrichten. Ja. Dann klebt man hier diese Messstellen ab mit diesem schwarzen Tape, um Reflexionseinflüsse zu verhindern. Wäre jetzt hier tatsächlich ein existierendes Problem, dann würde ich akustisch gewarnt. Ich kann das Ganze natürlich wie gehabt fotografieren, wunderbar, um das Ganze nochmal für mich selber dokumentieren zu können. Für die Bauleitung. Auch für die Bauleitung, für den Auftraggeber. Wir schalten um auf Taupunktermittlung. Okay. Da geht es dann tatsächlich um Schimmel. Großes Problem für die Gesundheit. Hammer. Hätte ich hier Handlungsbedarf,
dann muss man jetzt an die Bauleitung gehen oder an den Besitzer gehen und entsprechende weitere Schritte diskutieren. Abspeichern. Abspeichern, sichern und dann hat man ein Super. Sehr gutes Messergebnis und verlässliches Resultat. Hier haben wir noch einen Lüftungskanal, der isoliert ist. Da haben wir das Problem auch oft mit Kälte, Wärmedrücken, ist es richtig isoliert? Also wir brauchen einen Qualitätsnachweis. Und einen technischen Nachweis, genau. Okay. Ich übergebe mal das Gerät. Okay. Jetzt muss man hier die Abdeckung öffnen. Mhm. Und es gibt hier eine Typ K-Schnittstelle. Und kann hier einfach anschließen, andocken. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, und das ist der große Vorteil, dass ich hier messen kann, genau, und kann die Oberfläche außen messen, innen messen und habe die Chance, gleichzeitig okay. ein Foto zu machen oder das Ganze auf mein Tablet oder auf mein Smartphone zu übertragen in die App und somit die Bestätigung, ob diese Isolierung in Ordnung ist technisch mhm. oder ob ich hier Energieprobleme habe und schon haben wir diese Aufgabe gelöst. Wunderbar. Schnell und präzise. So, wir sind fertig mit unseren Tests. Gut. Haben wir das Ziel erreicht? Auf alle Fälle. Auch mit dieser App, was ihr mir erklärt habt. Ja. Alles wunderbar. Also kann ich sagen, gefällt mir. Dann fasse ich nochmal zusammen, was wir heute alles getestet haben. Okay. Wir haben die Raumtemperatur gemessen, die Oberflächentemperatur, haben Wärme-Kältebrücken dargestellt. Stimmt. Den Taupunkt ermittelt. Wir haben Daten auf unsere App übertragen. Wir sind mit dem Emissionsgrad umgegangen. Stimmt. Auf Reflexion sind wir eingegangen. Ja. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg bei der Arbeit. Genau. Und wir sehen uns. Ein erfolgreicher Tag. Es war sehr gut, wie wir dem Handwerker helfen konnten. Wir haben aber noch viele weitere tolle Produkte. Ich freue mich schon auf die nächste Beratung, auf den nächsten Einsatz. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, wünsche euch alles Gute, euer Joachim.